Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute werde ich auf jeden Fall das Querdenker-Quiz von der letzten Woche aufholen und ich lese euch jetzt die Antwort mal, also nochmal die Frage und die Antwort vor. In welcher Sportart gehen die Gewinner nach hinten und die Verlierer nach vorn? Kleiner Tipp, früher konnte man damit sogar olympisches Gold gewinnen. Wie immer zeige ich euch die Frage. Und jetzt kommt die Antwort, wer den Gegner auf sich zukommen lässt, der hat in der Regel keine guten Karten. Anders ist es beim Tauziehen. Ach, bis 1908 war Tauziehen eine olympische Disziplin. Dominiert wurde sie übrigens von den deutschen Teams. Ich muss zugeben, ich war immer ganz schlecht im Tauziehen, weil ich hatte immer Angst um meine Hände. Und ja, es gibt so Geschichten, wenn ich habe es früher immer gehasst, wenn Leute einem immer erklärt haben, was die Risiken bei irgendwas sind. Und ich bin dann immer so jemand gewesen, ich habe dann die Sache überhaupt nicht erst nochmal probiert, weil ich dann gedacht habe, wenn da steht, beim Tauziehen kann man sich voll fies die Hände hier einschritzen und das kann dann richtig fies bluten. Nee, das lassen wir mal. Ja, aber wie geht's mir? Also im Moment bin ich gerade noch sehr erschöpft nach dem Overload und ich merke es an vielen Kleinigkeiten, sowas wie, dass ich, egal wie viel ich schlafe, ich bin immer noch müde. Ich bin auch gerade eine totale Hypochonderin, also ich könnte wegen jeder Kleinigkeit gerade irgendwie, würde ich am liebsten losrennen und überhaupt die Wunderpille holen. So, ich habe nach dem Zwiebelschneiden hatte ich so eine, ist mir die Nase etwas gelaufen und dann war meine erste Idee, ich kriege eine fiese Erkältung. Oh Gott, ich muss sofort auf jeden Fall jetzt, ich brauche Hustensaft, nicht, dass ich auch morgen Husten kriege. Ja, und solche Sachen. Aber ich schlafe gerade sehr gut, ich schlafe gerade schon so Minimum 10 Stunden und ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich noch mehr Schlaf bekommen sollte. Also hoffe ich, dass diese Erschöpfung jetzt einfach bald nachlässt. Was ich aber auf jeden Fall nachlässt, ist jetzt mein doofes Gelaber und ich erzähle euch jetzt das Thema des Videos heute. Heute möchte ich mit euch mal über die Dinge, über Altes und Neues reden. Und dabei fange ich mal erstmal an mit den alten und neuen Sachen im Sinne von zwischenmenschlich. Also mein Vater und ich, als ich ein Kind war, waren wir echt total dicker. Also wirklich so mein Papst und ich gegen den Rest der Welt mit Mom halt. Dann bin ich in die Pubertät gekommen und dann fand ich meinen Vater, also so in dieses pubertierende Alter, dann fand ich meinen Papa seine Witze immer so furchtbar. Er hat so richtige Männerwitze und ich konnte nie drüber lachen und ich fand die immer so peinlich und ja. Und dann sahen wir eigentlich mal eine ganze Weile so, ja, wir haben uns nie wirklich so verstritten oder so. Also wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Aber so richtig gut wurde, also so richtig, dass wir noch so eine ganze Ecke besser, was man wirklich sagen kann, ist es geworden nach der Geschichte mit dem Gutachter. Da war es so, dass mein Vater und ich wirklich so richtig eng zusammengewachsen sind. Auch, also wirklich, da danach ist es für mich auch so eine Sache geworden von täglichem Tun, meinen Vater mal anzurufen bei der Arbeit und zu fragen, was er so macht. Oder da habe ich ihm dann auch von meinen Projekten oder was mich beschäftigt, also mein Vater wusste immer Bescheid, was bei mir los ist. Aber ab da wusste er eben noch mehr, weil ich eben auch viel mehr erzählt habe. Und ja, man könnte ihn alles fragen über mich. Auch Dinge, die ein Vater wahrscheinlich nicht wissen will. Sowas wie zum Beispiel, wann hat mein Kind seine Periode? Das weiß mein Vater auch. Ich habe dann einfach ihm alles erzählt, weil ich dann einfach mit ihm alles teilen wollte. Und ja, im Nachhinein betrachtet, hätte ich ihm vielleicht diese Geschichte ersparen können. Ja. Und ja, danach haben wir dann auch angefangen, öfters mal zusammen Filme zu gucken, was da davor überhaupt nicht ging, weil wir uns dann immer angeätzt haben, weil irgendeiner hat immer zwischen den Filmen gelabert und wir konnten es beide nicht ausstehen, wenn einer in Film redet. Und waren aber beide jeweils die Typen Menschen, die in Filme reingequatscht haben. Also das war so, ist eigentlich so an sich total komisch. Und was mir auch seitdem aufgefallen ist,
Ich ähnel meinem Vater extrem, also vom Verhalten her oft. Also manchmal denke ich mir wirklich so, wenn mir jetzt noch ein Bart wächst, dann bist du dein Vater, Mädchen. Bis auf die schlechten Witze. Ich habe bessere Witze. Ja, und dadurch, dass irgendwie, dass mein Vater und ich da zusammengesessen sind, ist mir dieses Thema eingefallen, weil es ist ja nicht nur so, dass man auch dieses zwischenmenschlich neu beleuchten kann und einfach mal alte Geschichten, wie zum Beispiel diese Beziehungen zu alten Freunden oder zu alten Bekannten oder eben auch zu, jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt am besten sagen soll, zu seinen Eltern neu betrachtet und dann einfach ein, auch wenn sie, man immer dachte, es wäre dasselbe, sie einfach einen neuen Status oder eine neue Wichtigkeit oder eine neue Rolle in deinem Leben einnehmen. Und sowas ist eben auch möglich mit zum Beispiel Elektronik, was ich ja so krass finde. Im Prinzip, wenn du dir ein elektronisches Gerät kaufst, in dem Moment, wo du aus dem Laden rausgehst, oder nein, wenn du es sogar schon an der Kasse zahlst, ist es eigentlich schon veraltet. Und ich finde es einfach irgendwie so unglaublich, dass so viele Menschen trotzdem jährlich Milliarden von oder Tausende von Euro dafür ausgeben, immer das aktuellste Handy zu haben, immer die neuesten Uhren zu haben und dann im nächsten Jahr, wenn es der Nachfolger rauskommt, im Prinzip nichts anderes machen, als dann den Nachfolger zu kaufen, obwohl das Handy vom Vorjahr noch super funktionieren würde. Ich zum Beispiel, das heißt, ich telefoniere immer noch mit meinem iPhone 4 und jetzt kommt bald iPhone 8, aber ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis, das 8er zu haben, weil ich einfach denke, mein 4er läuft doch noch. Oder mein Fernseher ist auch nicht unbedingt gerade fresh. Also wirklich, der ist jetzt nicht gerade der jüngste. Und trotzdem, ich kann drauf immer noch meine DVDs gucken, ich kann Filme gucken und er tut, was er tun muss. Oder auch bei den Computern. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Computer von, ja, die allerneuesten. Also meine sind schon etwas älter. Und dennoch, also sehr oft haben sie auch neuere Betriebssysteme. Aber trotzdem, ich finde auch, wenn sich das blöd anhört, man muss sich nicht immer die neuesten Sachen zulegen, nur weil sie jetzt neu sind. Weil im Prinzip ist es eine Endlosgeschichte. Und ich glaube, so macht man sich dann ganz hohe Schulden. Weil wenn man immer und immer wieder diese Elektronik, die ja immer neuer wird und immer teurer, das ist nämlich die andere Sache. Man darf echt nicht vergessen, dass die ganzen elektronischen Geräte heutzutage gefühlt Milliarden und zig Milliarden kosten oder dass die auch wirklich, also wirklich gefühlt. Also ich bin ja mal wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich Anfang, als das iPhone 7 rauskam, mal geguckt habe, wie das kostet. Das ist wirklich schon fast bei 1000 Euro. Bei 1000 Euro für ein Gerät, mit dem man im Prinzip nichts anderes macht als telefonieren. Und man darf echt nicht vergessen, früher, als die Telefone noch ganz alt waren, da waren das solche Klopper. Die konnte man sich so ans Ohr heben. Und auch wenn die Technik immer kleiner wird und immer moderner, so ist es doch eigentlich im Grunde immer noch so, dass sie das können muss, was sie damals gekonnt hat, nämlich damit telefonieren. Und ich frage mich dann immer, wieso brauchen wir heutzutage Telefone, die immer und immer und immer, immer mehr können, aber die Haltbarkeit verlieren. Ich meine, wie viele Geräte, die wir heute kaufen, haben wir dann noch 10 Jahre später? Weil das können wir gar nicht mehr haben. Weil die meisten Leute sie da dazwischen ja schon wieder tausendmal ausgetauscht haben. Und ja, muss es wirklich sein, dass wir unsere Geräte immer nur und immer wieder austauschen, weil irgendjemand sagt, man braucht den neuesten Schnickschnack, um aktuell zu sein, um alles machen zu können. Ich meine, ich kann mit meinem uralten Handy kann ich immer noch gut auf Facebook gehen, ich kann immer noch gut auf Twitter gehen, ich kann immer noch gut auf WhatsApp was machen. Und mal abgesehen davon, voll viel mache ich eher mit meinem iPod. Und als ich dann da vor 3 Tagen eine Meldung bekommen habe, dass ich mit dem ab jetzt nicht mehr auf Facebook irgendwas machen kann, da war ich dann schon so ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, weil es einfach bis jetzt immer noch weiter gelaufen ist. Und der läuft noch unter iOS 5. Und da ist inzwischen iOS 10 draußen. Also,
Wozu muss man sich immer die neuesten Sachen holen, wenn die alten Sachen sehr lange und sehr oft auch das noch können, was die neuen Sachen können? Wo ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es mein iPod war oder mein Handy. Also ich würde es jetzt nicht wetten. Ich möchte mich entschuldigen, falls ich mich jetzt irre. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber auf jeden Fall, eins meiner Geräte hat mir jetzt angezeigt, dass es nicht mehr die Nachrichten verschicken oder und empfangen kann. Aber auch das ist egal, weil ich immer noch mit meinem Handy ins Internet kann und dann über die Internetseite das machen kann. Also es ist nicht so, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir nur weil die Apps nicht mehr funktionieren, dann oder nicht mehr das tun, was wir brauchen, dass wir dann automatisch uns ein neues Telefon zulegen müssen, sondern es ist immer noch so, dass wir die Möglichkeit haben, einfach die Umwege zu nehmen. Aber ich glaube, viele Menschen mögen diese Umwege nicht, weil die sind ja etwas schwieriger und die brauchen etwas mehr Zeit. Und damit ist sie etwas komplizierter, als einfach nur auf eine App zu tippen. Und ich für meinen Teil, ich finde es eher gut, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, weil dann habe ich nicht mehr dieses ständige Aufblingen, Blingen, Blingen von irgendwelchen Nachrichten und habe dann auch mal, wenn ich wirklich mein nachts oder bei Tag oder wann auch immer einfach nur meinen iPod anmachen möchte zum Musik hören, meine Ruhe vor Nachrichten oder bin unerreichbar und kann einfach nur da sitzen und mit mir die Zeit verbringen und muss nicht mit tausend Leuten gefühlt irgendwie kommunizieren oder mich vernetzen. Weil auch wenn ich finde, dass Verbindungen wichtig sind und ich finde es auch gut, dass sie da sind und dass wir heutzutage mehr Möglichkeiten haben, miteinander in Verbindung zu treten, so finde ich es eben auch wichtig, dass wir heutzutage auch wieder dabei sind, uns wie früher damals, als es diese ganze Elektronik nicht gab, wieder auf uns zurückzubesinnen und nicht mehr versuchen, immer überall aktuell zu sein. Weil nur weil wir jetzt 10-mal in unsere Facebook-Nachrichten schauen, heißt es nicht, dass da was anderes ist, als wenn wir jetzt einfach nur einmal reingeschaut haben. Und ich finde einfach, wir müssen wieder anfangen, back to the roots, zurück zu den Anfängen. Mal einen Tag lang versuchen, das Handy auszumachen und zu gucken, was passiert. Ich habe zum Beispiel, sei es das jetzt geschafft, ohne Witz mal 5 Tage lang kein Handy anzumachen und auch nur minimal im Internet zu sein. Und es hat wirklich mir eher gut getan als schlecht getan und ich war echt überrascht. Oder ich habe auch nur die grundlegenden Sachen, die mein Telefon oder mein Computer kann, also sowas wie telefonieren, habe ich damit gemacht und oder beim Computer eben im Internet surfen. Und ich bin damit genauso gut klargekommen, wie wenn ich jetzt tausende Sachen wie Apps geöffnet hätte. Und da tausende. Ah ja, es war mein Handy, weil ich habe eine SMS gekriegt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es tut mir leid. Aber ja, das meine ich. Ich glaube, wir brauchen die Elektronik nicht so sehr, wie wir denken. Und wir müssen uns nicht ständig neue Elektronik zulegen, weil die neuen Sachen sind auch nicht besser als die alten. Und sich immer wieder etwas Neues zuzulegen, macht auch nicht die Welt besser oder uns besser. Oder unsere Einstellung besser oder irgendwas besser, sondern es ist einfach nur etwas Neues. Etwas Neues, das in 90% der Fälle genau dasselbe kann wie das Alte. Und ja, was bringt es uns, zigtausende Euro rauszuschmeißen dafür, dass wir ein Gerät haben, das nur minimal anders ist als der Vorgänger. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch unser Querdenker-Quiz. Und das hat jetzt einen ganz großen Text. Drum nehmen wir einfach das dahinter. Oh Mann, ja. Also, ein Mann kauft in Amerika Mais ein. Ein Zentner für 100 Euro. Diesen verkauft er weiter nach Afrika für 50 Euro pro Zentner. Innerhalb kürzester Zeit wird er so zum Millionär. Wie kann das sein? Ich zeige euch jetzt die Frage wie immer. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder zu meinem nächsten Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir aber auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retmeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao!